Bitte. Oh shit, ich muss los. Hast du mit meinem Mann geschlafen? Eigentlich nicht. Quatsch. Das heißt, Resi ist wieder alleine. Papa, bitte. Was heißt allein? Ich bin doch da. Du bist aber nicht das Muttertier, Gerti. Ein Lüster, meine Damen, kann nur brennen, wenn die Stromrechnung bezahlt ist. Was hast du? Die Scheidung eingereicht. Eine Zitrone kann man nur auspressen, solange sie frisch ist. Polly, ich werde das Sorgerecht für Resi beantragen. Entschuldige. Glauben Sie mir, ich habe schon viele Männer zum Weinen gebracht. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich möchte beim Papa bleiben. Gina, die Rechnung für Frau Adler, bitte. Habe ich da zu viel versprochen? Sag mal, war die in Vietnam? Du mit deiner Ex-Ehemann? Das ist erledigt. Ja, Polly. Genau. Ich hab's auch satt. Ich muss die Herrschaften darauf aufmerksam machen, dass Tote im Salon untersagt sind. Hören Sie, machen Sie jetzt keine Tanz hier, hören Sie an eine Asche, rede. Sag einmal, Burle. Ich such dich überall. Warum rufst du denn nicht zurück? Das ist meine... Ich glaube, den Papst zum Erwischen ist leichter. Mutter, das ist bitte Rita Schliebig. Hi. Hi. Jesus, da braucht ja mehr eine Liebe. Und das ist der O.W. Oh, sweet. Nach O.W. Fischer. Ich muss darauf aufmerksam machen, dass Hunde im Salon... Keine Toten? Keine Hunde, nur der will jetzt bald alleine da sitzen. Zurück zur Arbeit. Hm? Was machst du denn hier? Und was machen Sie hier? Haben Sie kein eigenes Zuhause? Doch. Was machst du denn hier? Ich wohne hier, schon vergessen. Glauben Sie, so etwas kann man inszenieren? Nein. Darf ich Sie wenigstens hinaufbegleiten? Café ist leider aus und Briefmarken sammle ich keine. Resi, was machst du denn hier? Kann ich zu dir ziehen? Katja, du! Irgendwann musst du Farbe bekennen. Nein, Katja, hör zu. Und mein Kind hat das Recht auf einen Vater. Nein. Kinder, die gerechte Strafe für schlechten Sex. Sie haben doch eine Geschichte über den Innenminister versprochen. Ja, er hat ein Verhältnis mit seiner Sekretärin und seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Also ich bitte, das ist doch kein Skandal. Das kommt doch in den besten Familien. Entschuldigung. Mario. Sabine. Diese Moralapostel ist unser. Aber... Ich glaube, ich habe mich unmissverständlich ausgedrückt, Mario. Sabine. Polly, sagen Sie, ich melde mich. Kann ich meine Dusche? Das Wichtigste ist jetzt nur, dass Sie einen klaren Kopf bewahren. Nein, Polly. Nein. Vertrauen Sie meinen Instinkten. Wenn ich Ihnen in Ihre schönen Nougat-Augen schaue, spüre ich diese Urgewalt von Vertrauen. Jetzt übertreibst du aber schon ein bisschen. Nicht? Polly, ich glaube, ich gehe wieder und suche mein Hotel. Ich denke, es ist besser so, bevor noch mehr Missverständnisse entstehen. Sie glaubt, wir hätten ein Spuse mit dem Mann. Was? Das ist ja unglaublich. Ja, wieso? Was ist denn das abwegig? Ja, irgendwie schon. Und irgendwie schon. Ich hoffe, Sie haben das richtig gestellt. Ich möchte einen Erklärungsbedarf anmelden. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Ich glaube, die Meldestelle ist bereits zappenduster. Verstehe. Ich meine nicht, dass ich mich über Kundschaft nicht freue, aber ohne Termin geht halt gar nichts. Ja, ja, das haben wir ja schon beobachten können. Geschäft geht ja sehr gut. Wie man sieht, vor allem das Schwarzgeschäft. Sedlercheck von der Finanz. Bichler, Kurt Bichler, Detto. Ein Kaffeechen vielleicht? Die sind so knusprig, diese Händel. Mit so einer Krise wie da in Ihrer Buchhaltung. Jetzt billiger kommen wir jetzt nicht arbeiten. So, aus. Mir reicht's. Von mir aus können Sie mir die Achsel hart topieren. Ich bin Friseuse und kein Finanzminister. Ich hab da jetzt in etwa so Daumen mal Pi eine vage Idee, was für Sie da noch zum Nachzahlen wäre. Ja,
Vielleicht kann ja die Mama. Also wie gesagt, mit Nachsicht aller, also Dachsen. Erstens ist die Mama pleite. Das kann aber jetzt nicht euer Ernst sein. Sarah, wollt sie mich völlig ruinieren? Und zweitens ist das nicht der Renata, in mir erwächst eine ungewohnte Kraft. Du spielst das, als hättest du gerade deinen Steuerbescheid bekommen. Ich brauche keinen milden Glanz. Ich will Todeshysterie! Todeshysterie! Versprichst du mir, dass du nicht gleich zu schreien anfängst? Was ist denn? Darf ich vorstellen? Das ist Pierre, unser neuer Opergaster. Bonjour, Madame. Bitte wer? Bitte, bitte, Mama. Er ist doch so französisch, so saucool. Bitte, sei nicht so streng. Gib deinem Herzen einen Ruck. Morgen. Das war ja nicht mein Text. Bist du jetzt Frau Holle oder was? Gary, bitte lass das. Wenn wir miteinander schlafen und das ist wirklich wunderschön, dann bedeutet das nicht gleich, dass ich mit dir ein Volk gründen will. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Man könnte die ganze Wand da gelb streichen. Ich wollte dir doch nur ein paar Vorschläge für dein Schlafzimmer machen. Du wolltest bei mir einziehen. So schaut's aus. Und, Gary, gelb. Die Post ist gelb. Das Leben ist eine Seifenoper. Frau Adler, ja. Das Pressegespräch findet in einer halben Stunde im Foyer statt, wenn ich bitten darf.